Ja, hallo meine Freunde zum Let's Play von Dark, einem Spiel voller Untoter und Blut. So steht es zumindest auf der Verpackung. Ganz neu auf dem Markt, jetzt seit 2-3 Tagen. Ja, ich wollte es eigentlich direkt zum Release zocken, hab's auch ein bisschen verpasst. Und ich hoffe mal, ich hoffe es inständig und es wurde mir so versprochen, dass es keine Ähnlichkeiten zu Twilight oder sowas hat. Ja, das ist ein Spiel voller, ja, wenn wir wollen, voller Blut, aber an sich auch voller Stealth-Elemente ist. Das heißt, viel sich verstecken oder ähnliches und da werden wir direkt am besten mal reinschauen. Ich habe es diesmal noch nicht angezockt, was ich sonst bei jedem Spiel mache. Ihr seht, ich kann nicht weiterspielen. Nein, kann ich doch gar nicht. Also ich lüge nicht, ja. Wir machen jetzt ein neues Spiel, weil ich kann nicht weiterspielen. Und ich bin einfach mal gespannt. Wir spielen Eric Bane, den Vampir. Und ich will mal sehen, wo wir loslegen. Wusstest du schon, dass du beim Schattensprung ein Geräusch verursachst? Ja, das ist mir noch neu. Aber jetzt, pscht. Alles begann in Dunkelheit. Eine Welt voll Schmerz empfing mich. Ein Pochen dröhnte in meinem Kopf. Es war, als hämmerte etwas gegen meine Schläfen. Plötzlich kam ein weißes Licht auf mich zu. Ich erkannte in dem Licht einen Menschen. Ein Engel. Die Lichtgestalt strahlte etwas Beruhigendes aus. Eric. Der Engel sprach zu mir. Eric, es ist Zeit. Der Engel verschwand und das Hämmern wurde drängender. Schneller, langsam konnte ich darin etwas erkennen. Einen Rhythmus und verschiedene Töne, die sich zu einem Musikstück arrangierten. Die Dunkelheit klarte auf und wich verschwommener Umgebung. Ich konzentrierte mich darauf und gewann meine Orientierung zurück. Um mich herum waren Menschen, zuckende Leiber, die sich zum Rhythmus der Musik bewegten. Mir war übel. Aber immerhin konnte ich mich wieder bewegen. Ich musste mir etwas Wasser über den Kopf laufen lassen. Das würde mir gut tun. Der Marker zeigt dir an, wohin du gehen musst. Und im Moment ist es noch nicht so schlimm, ja? Der fühlt sich jetzt wie ich, wenn ich mal Party machen gehe. Und das ist Eric Bane. Ja, es ist im Moment noch komisch. Wir wissen nicht genau, was passiert. Und wie gesagt, ich habe es nicht mal vorweggezockt. Kann ich irgendwas machen? Eine Flasche, komm. Hier, du kannst doch noch einen vertragen. Denn wir gehen einfach mal. So ganz blind habe ich ein Spiel noch nie gezockt. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Die Übelkeit wurde immer stärker. Mit letzter Kraft schleppte ich mich weiter. Ja, jetzt hat er mich doch glatt unterbrochen. Ich wollte auch noch ein bisschen erzählen. Aber der fühlt sich echt wie, wenn ich hier mal Party machen gehe. Hat in der Vorbewertung auf jeden Fall sehr, sehr gute Noten abgeräumt. Und da dachte ich mir, das musst du dir mal angucken. Was ist das denn hier? Hallo? Ist das ein Zettel? Mach mal was. Hallo? Ich will mitmachen. Na, okay. Wir dürfen nicht. Hier irgendwas? Außer Fliegen, außer Spesen nichts gewesen. Okay. Dann gehen wir auf Toilette. Es wird Zeit. Erstmal so eine ordentliche Wurst da reinwerfen. Können wir ja auch rein? Hier ist Damenklo, hätte ich gesagt. Da leuchtet was. Oder? Wir gucken uns direkt von Anfang an um. Ich weiß ja nicht, ob mir das was bringt. Boah. Im Moment echt noch alles ein bisschen verstrahlt hier, aber okay. Und die Ränder. Ich liebe das, ja. Alkoholrausch for free direkt im Spiel enthalten. Huah! Eric, deine Aufgabe wartet. Eric. Eric Bane. Wie eine Kugel schoss der Name durch meinen Kopf. Es war mein Name. Weitere Erinnerungen an mich hatte ich nicht. Die Dunkelheit in meinem Kopf verschleierte alles. Stell dir vor, du triffst so einen auf Toilette. Der Engel war verschwunden, ebenso wie die Schmerzen. Es war an der Zeit herauszufinden, wer ich war oder was ich hier tat. Die Chance war groß, dass mich der Türsteher hatte reinkommen sehen. Vielleicht konnte er ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Okay, wir können jetzt rennen. Das ist schon mal gut. Sonst allerdings noch nichts. Und ich finde diese Grafik halt so cool. Das ist ja so halb gezeichnet, halb programmiert. Mit diesem dicken schwarzen Rand um die Konturen. Das finde ich extrem cool immer. Komm, nimm mal hier die Waffe mit. Unser Regenschirm wird doch die erste Waffe sein. Was gibt es hier?
Wanted. Wer ist denn das? Robert Horn. Serious Case of Games Journalism. Okay. Jetzt ist das wahrscheinlich... Ja, das wird einer der Mitarbeiter oder führenden Leiter da sein. Weil hier unten steht ja Real Force, oder? Realm Forge, genau. Ja, wieder Forge. Wieder beim Thema Minecraft angekommen. Die ja wohl Teil des Entwicklungsteams sind. Wir brauchen keine Zuschauer. Ja, aber ich... Ich mach das gerne. Mich will ja sonst keiner. Okay, ich will mal gerade gucken. Hier hoch darf ich bestimmt nicht. Tut mir leid. Kein Zutritt. Mann. Sind wir wieder nicht VIP genug. Und wir müssen da lang. Guck mal, kann man sich das hier mal ein bisschen angucken? Kann man sich das mal geben? Die Musik ist auch ganz fett. Alter Schwede. Wie die tanzen. Komm, wir mit dir tanzen. Ja, komm, es geht sogar. Geil. Ja, das ist doch nett. Gut, jetzt haben wir mit der getanzt. Können wir mit der auch noch tanzen? Ja, die hat leider schon einen Partner. Naja, komm. Gehen wir mal weiter. Irgendwie scheinen wir ja einen Auftrag zu haben, den wir erfüllen müssen. Hallo? Ich unterhalte mich einfach mal mit. Ah, da ist er. Hey. Ja? Was willst du? Ich wollte fragen. Mehr kam mir nicht über die Lippen. Der Anblick seiner Waffe weckte eine Art Erinnerung. Hey, hey Mann, alles in Ordnung? Ja, ja, schon gut. Mir geht's blendend. Bin ich alleine in den Club gekommen oder war jemand bei mir? Keine Ahnung, meine Schicht hat gerade erst begonnen. Mein Boss stand vorher an der Tür. Wo kann ich den finden? Er wird sich sicher irgendwo hinten rumtreiben. Frag an der Bar nach Tom. Dieser Erinnerungsfetzen hatte sich verdammt echt angefühlt. Auch wenn ich ihn nicht ganz verstand. Was sollte ich daraus machen? Ich machte mich auf den Weg zurück in den Club, um mich mit dem Sicherheitschef zu treffen. Vielleicht würde er mir weiterhelfen können. Ich will erstmal die Kassen plündern hier, aber das geht noch nicht. Und jetzt mal nur mal so am Rande. Also ich habe ja vor ein bisschen geguckt, dass ich das vielleicht besser abgemischt kriege, aber die Zwischensequenz war ja mal mega laut. Weiß gar nicht, ob ich mich noch selbst höre. Moment, hier kann ich auch was benutzen. Benutzen! Hübsches Teil. Na, okay. Sag's nochmal. Oh, ja, doch. Kann irgendwie was, ne? Und an sich ist die Gegend hier schon ziemlich beeindruckend. Also, dass man hier direkt am Anfang so frei rumlaufen kann, finde ich sehr nice. Hallo, komm, ich möchte mit euch tanzen. Oh, was haben die denn? Oh, hier gibt's Stress. Hier ist Beef. Ja, wahrscheinlich hat sie nicht das neueste iPhone bekommen von ihrem Macker. Oh, Mann. Okay. Dann mal los. Wo müssen wir hin? Wir müssen quer durch. Oh, ich will mich aber gerade mal so ein bisschen umgucken. Hallo, mit der können wir tanzen. Oh ja, scharfe Frisur, Madame. Die sehen alle ein bisschen strange aus. Ah, geil, wir sind hier bei der DJ. No, schickes Kostüm. Und Pizza. Soweit ich weiß, werden wir im Spiel nie Waffen haben. Unsere einzige Waffe ist unser scharfer Körper, ja? Also, wir sind ja ein Vampir. Das hat die Verpackung ja schon verraten. Oh, dann labern wir mal mit dir. Hi. Ich nehme einen... Er nimmt eine Bloody Mary. Nach Art des Hauses. Wer sagt, dass ich eine Bloody Mary haben wollte? Glaub mir. Ich weiß sehr genau, was du willst. Weißt du, wo ich Tom finde? Tom? Ja, zufälligerweise weiß ich, wo Tom ist. Du findest ihn, wenn du die Treppe nach oben nimmst. Viel Glück. Okay. Bis später. Ja, bis später. Das Zeug schmeckte widerlich. Und es hatte einen merkwürdigen Beigeschmack. Allerdings war mein Körper anderer Ansicht. Und eine wohlige Wärme breitete sich in mir aus. Gut, uns scheint also selbst noch nicht klar zu sein, was wir eigentlich sind. Ja, obwohl unser Körper schon nach Blut verlangt. Die Bloody Mary nach Art des Hauses. Dann hätte ich aber auch gern mal den Sex on the Beach nach Art des Hauses. Hallo.
Die Typen sind immer total fettig. Der nämlich auch. Und die Mädels, denen geht's ja richtig gut. Ja, guck mal, ich tanze mit deiner Ische hier vor dir. Cool. Mit denen auch? Ja gut, wir müssen jetzt nicht mit jeder tanzen, aber ich finde das schon sehr, sehr geil. Oh, wir sind in der Private Area. Hallo. Oh, nein, ich will da nicht hin. Ich will da gucken. Gucken. Hey, Mann. Alles klar? Kennen wir uns? Nicht direkt, Mann, aber kennen wir uns nicht alle irgendwie? Ich meine, wir sind ja quasi eine große Familie. Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Scheiße, Mann. Du hast echt keine Ahnung, oder? Mein Gedächtnis ist im Moment etwas vernebelt. Klar, Mann. Ich weiß genau, was du meinst. Hey, wir können dir helfen. Das heißt, ich kenne jemanden, der es kann. Folge mir, Mann. Dann bringe ich dich zu ihr. Sie wird dir sicher helfen. Ihr Name ist Rose und sie weiß mehr darüber als der Rest von uns. Okay, das heißt, wir sind jetzt in der Familie angekommen. Und die trinken hier alle nur solchen nicht einen roten Saft, ja, da weißt du schon Bescheid. Oh, das hier hat was. Komm, ich möchte da drauf. Nö, ich gehe nicht mehr weiter. Ja, noch viel Spaß beim Gucken die nächsten 20 Minuten. Ja, ich hänge am Hocker fest. Auf. Oh, der hat auch Zeit mitgebracht ohne Ende, weißt du? Ich will wissen, was mit mir los ist. Und der hat's irgendwie mit dem Bein. Hey Mann, du hast echt Glück, dass du mich getroffen hast. Es gibt da draußen welche von uns, die sind echt scheiße drauf. Die hätten dir bestimmt den Kopf abgerissen oder sowas. Aber mach dir keine Sorgen, wir sind gleich da. Rose gehört übrigens der Club. Okay, jetzt habe ich wieder so ein Kackproblem mit meiner Maus. Ah, nee, doch nicht. Ich konnte eben nur laufen die ganze Zeit. Ah, manchmal ist es auch ein Graus. Also auf zu Rose. Weißt du, wir haben hier hin und her gescheucht im Club. Er sieht mich nicht. Und ich find's halt ein bisschen blöd, wir sind so mega schnell und der lässt sich hier so Zeit. Ah, jetzt können wir da hoch. Geil. Hehe, du Penner, wolltest mich gerade nicht durchlassen. So schaut's nämlich jetzt aus. So. Na komm. Oh, hier unten oben sieht's schon wieder ein bisschen anders aus. Das mag ich ja. So wie in jedem Film eigentlich auch. Hallo, Tom. Ich sehe, du bringst einen Gast mit. Schön, dich wiederzusehen. War der Drink in Ordnung? Hey, Rose. Der Typ hier hat keine Ahnung, was Sache ist. Er kann sich an nichts erinnern. Und er ist ganz alleine hier? Sieht ganz so aus. Hey, ich bin noch hier. Könntet ihr mir mal erklären, was hier los ist? Ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. Du bist ein... Vampir. Ein Vampir wie Tom und ich auch. Na klar. Danke für den Drink und nichts für ungut. Aber ich gehe dann mal. Tom? Zeig es ihm. Hey, netter Trick, Mann. Wie? Du hast aus Reflex auf deine Vampirfähigkeiten zurückgegriffen. Nicht schlecht. Du scheinst ein Naturtalent zu sein. Danke, Tom. Ich kümmere mich jetzt um unseren Gast. Du kannst wieder gehen. Alles klar. Bis später, Mann. Also? Mein Name ist Eric. Eric Bane. Gut, Eric. Ich bin Rose. Ich hoffe, unsere kleine Demonstration hat dich überzeugt. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist richtig. Im Moment hast du auch ein deutlich größeres Problem, um das du dich kümmern musst. Du bist noch kein vollwertiger Vampir und das hat einige Tücken. Also erstmal finde ich es ja richtig stark, wie die synchronisiert wurden. Ich glaube, auch im Englischen ist das nicht so astrein. Was wollen wir denn wissen? Vollwertiger Vampir, bitte? Warum bin ich noch kein vollwertiger Vampir? Wenn ein Vampir dein Blut trinkt und dich dadurch tötet, wirst du selbst zum Vampir. Allerdings ist die Umwandlung dadurch noch nicht abgeschlossen. Zuerst musst du noch das Blut deines Erschaffers trinken. Erst dann bist du ein vollwertiger Vampir. Und da ich nicht weiß, wer mich zum Vampir gemacht hat, ist das ein Problem. Ganz genau. Ein Vampir erschafft nicht einfach so einen anderen Vampir. Wir versuchen, unsere Existenz vor den Menschen zu verschleiern. Und jeder weitere Vampir erhöht das Risiko, dass wir entdeckt werden. Dein Erschaffer hat uns alle gefährdet, als er dich einfach zurückließ. Kein Vampir würde freiwillig den Zorn aller anderen auf sich laden. Ich nehme an, dass ihm etwas zugestoßen ist. Und was passiert, wenn ich nicht sein Blut trinke? Das möchtest du nicht wirklich wissen.
Ich habe keine Ahnung, was genau passiert, wenn jemand zum Vampir wird. Aber solange du nicht das passende Blut bekommst, fängt dein Gehirn an, langsam auszusetzen. Du wirst mehr und mehr zu einem Tier, bis du schließlich alles Menschliche abgelegt hast. Wir nennen solche erbarmungswürdigen Kreaturen dann Ghule. Glaub mir, du möchtest unbedingt vermeiden, zu so einer Kreatur zu werden. Hab ich denn irgendeine Wahl? Ja, das Blut eines alten und mächtigen Vampirs kann theoretisch das Blut deines Erschaffers ersetzen. Aber ich rede hier von Vampiren, die schon mehrere Jahrzehnte im Geschäft sind. So einen wirst du im Sanctuary nicht finden. Ich kenne aber jemanden. Sein Name ist John Blooming. Er ist der Direktor des Harding-Museums in der Stadt. Blooming ist aber kein netter Zeitgenosse. Er wird dir sein Blut kaum freiwillig geben. Es ist nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Das ist allerdings richtig. Zuvor solltest du aber noch mit Tom reden und dir ein paar Tipps geben lassen. Och, das ist auf jeden Fall super. Weißt du, die haben ja Angst, dass hier eigentlich so Gefahr besteht, dass man Sachen verrät. Aber die haut hier wirklich alles direkt raus, ja. Adresse, Telefonnummer und an wen wir uns dann wenden müssen. Ich gucke mich mal gerade so ein bisschen um, was wir hier noch so haben. Ein schöner... Ist das ein Kontrabass? Doch von der Größe her schon, ne? Hätte ja auch ein Cello sein können. Naja gut, gehen wir wieder ab in die Disse, ja. Wenn wir eh zum Tier werden, dann können wir auch ein bisschen Party machen gehen. Fällt dann nicht mehr auf. Und wieder einmal quer durch. Ist ja herrlich. Ich mag diesen halben Zeitlupeneffekt irgendwie. Sieht alles so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, so ein bisschen... unreal aus, muss man ja sagen. Sind wir wieder hier, schön. Komm, sag was. Hey, junge Lady. Du bist Eric, oder? Tom hat mir von dir erzählt. Ich bin April. April Kruger. Wenn ich was für dich tun kann, sag einfach Bescheid, okay? Ja, kein Drink. Sag mir was über das Museum. Erzähl mir etwas über das Museum. Sag ich doch. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich im Museum war. Soweit ich weiß, gibt es da derzeit eine Mittelalterausstellung. Außerdem glaube ich, dass der Museumsdirektor auch einer von uns ist. Aber da müsstest du eher mit Tom oder Rose reden. Ach komm, gib mir noch einen Drink. Gib mir einen Drink. Alles klar, Eric. Dein Drink kommt sofort. Die Flüssigkeit bewegt sich gar nicht. Jetzt geht's bestimmt wieder besser, ne? Mmh, lecker Tomatensaft. Ist ja eh alles nicht echt hier. So, nun... wieder dahinter. Alter. Du wirst hier hin und her gescheucht. Na gut, gucken wir mal, was die uns wieder zu sagen haben. Ah, da kann ich nochmal hier die netten Ärsche angucken. Sag hey mal. Mann, alles klar? Ein Tutorial. Das wäre jetzt mal ganz interessant. Rose, ich glaube, das machen wir mit. Rose hat gesagt, du könntest mir noch etwas beibringen. Richtig beibringen wohl nicht. Aber ich habe eine Idee, wie du deine intuitiven Reflexe schulen kannst. Draußen vor dem Club lungern ein paar miese Schläger rum. Vielleicht kannst du dir das ja mal ansehen. Machen wir mal. Hört sich gut an. Alles klar, Mann. Viel Glück. Na, wer braucht denn schon Glück? Wusstest du schon, dass du mit einem Schatten mich in einer verlassenen Gasse. Ja, danke. Tom hatte mich hierher geschickt. Als Training. Ich konnte mir noch nicht vorstellen, was mich hier erwarten würde. Sobald du im Sichtbereich eines Gegners befindest, wird das rot, okay. Wenn es sich komplett gefärbt hat, bemerkt dich der Gegner und wird aggressiv. Da werde ich aggressiv! Okay, er hat uns gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Mann hey, an der Tonne. Hey Mann, du siehst ziemlich fertig aus! Wie sieht's aus? Hast du etwas Kleingeld, Alter? Los Mann, rück dein Geld raus oder wir machen dich alle! Ich spürte Wut in mir aufsteigen. Das Verlangen danach, jemandem weh zu tun. Und das Verlangen nach Blut. Und nun? Moment. Halte links gedrückt, während du einen Gegner anvisierst, um ihn auszusaugen und deinen Blutvorrat aufzufüllen. Halten. Hey, du krankes Schwein. Ja, das machen wir mal. Das halten wir einfach mal. Mh, ist das lecker. Oh, fertig. Ich konnte nicht erklären, was gerade passiert war. Hatte ich gerade jemanden getötet und dessen Blut getrunken? Ach, jetzt müsst ihr den noch wegziehen. Wohin müssen wir den denn ziehen? Haha, wie der sich bewegt. Und jetzt schöne Augen. Hast du schöne Augen? Wo muss ich den denn hinziehen? Wohin macht denn Sinn? Wir ziehen den einfach mal hier so in die Ecke. So. Oder? Wo wollen die denn hin? Bis hierhin? Nee, oder?
Jetzt müssen wir uns noch Gollum holen. Ich sag's euch doch, der Penner hat Mikey erledigt. Er hat ihm seine verfickte Kehle zerfleischt. Okay, Mann, beruhige dich. Wir passen schon auf dich auf. Wenn er hier vorbeikommt, erledigen wir ihn. Go, 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 fire in the hole. Hauptsache, die Penner haben da alle Knarren. Umschalttaste, um zwischen Gehen und Schleichen zu wechseln. Das ist vernünftig. Wow. Visiere eine Deckung an und drücke rechts, um dich dahinter zu verstecken. Solange du rechts gedrückt hältst, bleibst du in Deckung. Solange du in Deckung bist, können dich Gegner auf der anderen Seite nicht entdecken. Okay. So, dann probieren wir das. So. Moment. Was haben wir hier? Ach, da können wir jetzt... Da können wir uns hinbewegen. Das geht aber ziemlich schnell. Sieht ein bisschen komisch aus. Okay. Ah, hier, komm. Mach mal hinne. Wenn ich das drücke, dann wechselt das. Okay. Ja, wir gehen einfach mal hier hin. Und nun springen wir hier rüber. Und nun kommen wir dem näher. Moment. Wenn du deinen Gegner aussagen würdest, würde er das andere alarmieren. Schalt ihn leise aus, indem du nur kurz drückst. Bam, Junge. Oh. Na, das war ganz schön brutal. Jetzt ziehen wir den auch noch weg. Was ich nämlich gelesen habe, also das soll das Spiel recht intelligent gemacht worden sein, dass man nicht nur oder dass andere nicht nur bemerken, wenn du jemanden tötest, sondern dass sie auch bemerken, wenn da zum Beispiel irgendeine Patrouille fehlt, die direkt in der Nähe patrouillieren sollte. Nicht wie in anderen Spielen. Och, der Typ ist es weg. Na dann. Ja, dann ist wohl alles gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Da steht schon der Nächste. Na, das wird ja jetzt witzig. Wie komme ich denn zu dem? Wow, jetzt hat er mich gesehen, wa? Du hast die Markierung verfehlt. Halte Leertaste gedrückt und ziele dann auf die Markierung. Drücke dann, um einen Schattensprung zu machen. Halte Leertaste, um einen Schattensprung. Bäm, Junge. Voll gut. Scheiße, Mann. Der Schattensprung ist sehr nützlich, um dich ungesehen fortzubewegen. Allerdings macht er bei deiner Ankunftsstelle ein Geräusch, das nahe Gegner anlocken könnte. Später kannst du die Lautstärke reduzieren. Okay. Er hat uns gesehen. Der Penner hat uns gehört. Mit seinen Pennerohren. An den Adler. Mann, ich bilde mir schon Sachen ein. Ja, dreh uns schön den Rücken zu. Für getötete Gegner bekommst du Erfahrungspunkte, die du zum Verbessern deiner Vampirkräfte einsetzen kannst. Gegner, die dich nicht bemerkt haben, geben deutlich mehr Erfahrung als Gegner, die alarmiert sind. Hast du es über mehrere Abschnitte hinweg geschafft, keinen Alarm auszulösen, bekommst du einmal extra Erfahrungspunkte. Ja, da bin ich immer gespannt. In sowas bin ich bisher nicht so gut. Wir werden ihn jetzt hier trotzdem mal langsam holen. Wir töten ihn mal leise. Boah, das war fett. Okay. Ducken, ducken, Mensch. Wo ist denn der letzte davon? Wir ziehen den auch mal ein Stück weg. Es waren ja drei. Einer fehlt jetzt noch. Moment, was haben wir denn hier? Na komm, wir können mal wieder ein Stück normal gehen. Wo ist denn der letzte? Der wird doch auch hier irgendwo gewesen sein. Oh, Speicherstände verfügbar. Jetzt ist die Frage, müssen wir... Oh, Moment, wir... Oh, konträr! Wir dürfen nur zweimal speichern, oder wie? Und nun müssen wir weitergehen. Wow. Dein schlimmster Albtraum. Du wurdest verletzt. Öffne mit, was? Deine Kraftauswahl. Okay, was dürfen wir nun machen? Wähle mit links deine Kraftheilung aus. Später im Spiel kannst du auch noch weitere Kräfte erlernen. Das wird die sein. Drücke nun Q, um deine Wunden sofort zu heilen. Oh. Ja, das mache ich natürlich lieben gern. Mit der Zeit heilen wir uns auch alleine. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Machen wir einen Schattensprung? Kann ich das? Kann ich das irgendwie hinter den machen? Oder direkt bei dem in die Nähe? Bam! Voll ins Gesicht. Da kommt noch ein Penner. Also hier ist ja richtig was los. Pennerbrigade. Wenn ein Gegner die Leiche eines Kameraden sieht, wird er sofort aggressiv und sucht nach dir. Um dies zu vermeiden, solltest du deshalb die Leichen getöteter Gegner verstecken. Ja, okay, das habe ich ja schon gelernt. So schlau war ich schon. Und den Schattensprung, okay, den können wir immer wieder benutzen. Ich glaube, der muss sich nur abkühlen. Weil wir so heiß sind.
Mich würde mal interessieren, ob ich eben eine andere Technik hätte anwenden müssen, weil so viel haben wir ja noch nicht. Mittels des Schattensprungs kannst du dich auch an Geländer teleportieren. Okay. Ja, anstatt da hochzuklettern, weißt du? Nee, das ist voll die Vampirfertigkeit. Kann nur der, weil er Vampir ist. Sollen wir gerade gucken? Da ist doch bestimmt was, oder? Da ist jetzt keiner. Ist hier was? Kann ich hier rein? Als Vampir verfügst du auch über wesentlich feinere Sinne als ein normaler Mensch. Halte Steuerung links gedrückt, um deine Vampirsicht zu aktivieren. Ach, damit kann ich die Zeit verlangsamen, okay? Wow. Das sieht ziemlich hart aus. Aber da kann ich nicht rein. Ich bewege... Ah, cool, wir können damit sogar Gegner sehen. Na, Halleluja. Das ist allerdings schon eine sehr geile Fertigkeit. Das wird das ein oder andere Mal zum Einsatz kommen. Da ist einer. Wir werden uns den jetzt mal holen. Pass mal auf. Puh, das war knapp. Oh, 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 oh. Da hinten läuft einer. Geht der mal wieder weg? Hau mal ab. Geh schon. Na los. Ich will deinen Partner hier ermorden. Jetzt, komm her. Den machen wir mal ganz leise. Komm her, zieh den mal weg. Tü, 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 tü. Einfach nicht beachten. Tü, 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 tü. Wir sind Abschleppservice. Oh, wir haben ihn über die Kante gezogen. So, hier in der Ecke sollte eigentlich reichen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, das sollte denen eigentlich auffallen, dass jetzt hier einer fehlt. Jetzt bin ich mal gespannt. Da hinten ist der andere Typ. Die laufen jetzt hier beide rum. Das wird jetzt natürlich eine harte Kiste. Der dürfte den nicht sehen. Wenn, dann müsste es der andere gleich machen. Oh Mann. Oh, oh, oh. Da ist er schon. Die kleine Sackratte. So, der geht. Aber die sehen sich doch gegenseitig hier, oder nicht? Was ist denn das hier? Weste? Das wird auf jeden Fall... Oh, oh, oh. Ein Vogel? Also die betrachten sich ja hier gegenseitig, oder? Wie macht man das? Also ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher. Oh, 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 oh. Er hat mich nicht gesehen. Das war knapp. Oh, der wird mich aber wiedersehen. Nein, nein, na toll. Das war ja natürlich mal sehr schlau. Der andere aber nicht. Oder? Hab ich den anderen auch gesehen? Da läuft er. Der läuft straight auf uns zu. Der Alarm geht auch nur ganz langsam weg. Ja, Leiche entdeckt. Natürlich ist er jetzt alarmiert. Ist halt die Frage, wie schnell es wieder weggeht. Ist geil, wenn die so leise reden. Oder so langsam. Ich mag das wohl. Komm, sag was. Wir gucken mal, ob wir den jetzt von hinten kriegen. Ja, das ist doch hier locker. Ha! Bam, ey. In die Tonne mit dir. Na gut, wie gesagt, Stealth und so. Achso, Moment, jetzt habe ich hier die falsche Taste gedrückt. Stealth war noch nie so meine Stärke. Den hat es glatt mal durch die Tonne gehauen. Aber was ich ein bisschen blöd finde, ist, wir können nicht mal springen. Also, das ist jetzt nicht unbedingt eine Vampirfertigkeit, die ich noch erlernen muss. Deckung, ich lese das jetzt nie wieder vor. Klappt eh wieder nicht. Gratuliere, du hast genügend Erfahrung gesammelt, um deinen Kraftpunkt zu erhalten. Öffne die Kraftauswahl mit Tabulator. Cool, jetzt können wir mal gucken. Links befindet sich die Liste aller Kräfte. Wähle eine Kraft aus. Was gibt's denn hier? Angeborene Kräfte? Ach hier, ausschalten. Erlaubt es dir, einen Gegner schnell und leise auszuschalten. Verringert die Lautstärke des Geräusches, das du beim Ausschalten eines Gegners verursachst. Das heißt, das können wir noch leiser machen. Das kann ich sogar auch auswählen. Schattenschlag. Der Schattenschlag ist eine Kombination aus Schattensprung und Ausschalten. Das ist natürlich richtig cool, glaube ich. Das könnte hilfreich sein. Was haben wir hier noch? Vampirsicht.
ja, Sinne deutlich geschärft. Sodass du Radios sehen kannst. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber muss sehr sinnvoll sein. Sparen wir uns den Fernseher. Erlaubt es dir, Blut der Gegner zu trinken. Sei aber vorsichtig. Visiere einen Gegner an und halte ihn. Ah, ich glaube, dadurch dauert das dann nicht so lange, hätte ich mal gesagt. Aber wir machen hier mal den Schattenschlag, hätte ich gesagt. Den finde ich cool. So, den will ich. Danke sehr. Muss ich den jetzt irgendwie weiter auswählen? Hier kann man noch dafür sorgen, dass das kein Geräusch auslöst. So, das wäre geschafft. Ja, wir haben unsere erste Kraft erlernt als Vampir. Und sonst würde ich sagen, alles Weitere machen wir dann in der morgigen Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Dark. Mit eurem Chavo und eurem Eric Bane, dem Vampir. Bis dahin, ciao, ciao.